Rote Rosen. Wer ist der Vater von Sarahs Baby? Babyalarm bei Rote Rosen. Sarah ist endlich schwanger. Aber wer ist der Vater? Das Liebesdrama um Sarah, Antonia Jungwirth und Simon Thorlütche beschäftigt die ZuschauerInnen von Rote Rosen bereits seit einigen Wochen. Nachdem Sarah erfahren hatte, dass sie droht, unfruchtbar zu werden, rückte der Wunsch nach einem Kind immer näher. Im Gegensatz zur hübschen Blondine konnte sich Simon nie an den Gedanken einer Familie gewöhnen. Der massive Druck und die unterschiedlichen Lebensvorstellungen führten letztlich zur Trennung des Traumpaares. Auch wenn Sarah mit dem Beziehungsaus schwer zu kämpfen hat, ist ihr Kinderwunsch noch immer groß. Zur Not würde sie auch ohne Partner mit Hilfe einer Samenspende versuchen, schwanger zu werden. Als ihr eines Nachmittags auffällt, wie gut Leo mit Kindern umgehen kann, sieht sie in ihm den perfekten Spender. Sie fasst sich ein Herz und fragt, ob Leo bereit wäre, ihr zu helfen. Entgegen aller Hoffnungen lehnt dieser ab und lässt Sarah erneut auf die Suche nach einem potenziellen Spender begeben. Rote Rosen, Sarah, Simon haben Sex. Als Johanna von Sarahs verzwickten Situation mitbekommt, kommt dem Rote-Rosen-Urgestein sofort eine Idee, ihr Großneffe Josef könnte der perfekte Mann für Sarah sein. Nichts ahnend, dass Josef bereits in Lüneburg ist, trifft Sarah beim Einkaufen einen charmanten jungen Mann. Sofort verguckt sie sich in den Fremden, unwissend, dass es sich dabei um Johannas Großneffen handelt. Die zwei verstehen sich auf Anhieb und lassen Sarah ihre Sorgen für einen Moment vergessen. Das erste Treffen endet zu aller Überraschung in einer heißen Liebesnacht und lässt Sarah fragen, könnte Josef der perfekte Vater für ihre Kinder sein? Trotz des neuen Mannes kann sie Simon einfach nicht vergessen. Eine gemeinsame Lamatour endet auch bei dem einstigen Traumpaar im Bett. Während Simon anfängt, die Trennung zu hinterfragen, erfährt Sarah, dass sie endlich schwanger ist, aber von wem? Wer der Vater ist, erfahren wir schon bald bei Rote Rosen. Wer die Telenovela nicht verpassen möchte, sollte immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD. Oh.